Herzlich willkommen zum Losung und Lehrtext heute. Manches Mal hat man den Wunsch, möglicherweise, dass alles neu wird. Dass man ein Reset macht, sagt man in der modernen Sprache. Ne? Dass alles wieder von vorne anfängt, ganz neu. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das für manche Leute wirklich ein sehnlicher Wunsch ist. Vor allem, wenn man in einer zerbombten Stadt oder in einem Land lebt, wo man einfach keine sichere Unterkunft mehr hat, wo einfach die Existenzgrundlagen einem entzogen worden sind durch Krieg, durch Not, durch Katastrophen. Da kann diese Sehnsucht wirklich aufkeimen. Aber ich weiß, dass es tatsächlich diese Möglichkeit gibt. Und wir haben das, das wurde ja festgehalten, schon im Alten Testament, dass da der Prophet gesagt hat, der Prophet Jesaja, siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken wird. Man muss sich das vorstellen, dass der Herr durch den Propheten etwas vorhersagen lässt, was für uns jetzt noch Zukunftsmusik ist. Aber es ist Musik. Aber es wird passieren. Und davon bin ich überzeugt, denn immer wieder hat sich ja bewiesen, dass das, was Gott sagt, das tut er auch. Denken wir nur an zur Zeit Noahs, wo er auch etwas vorhergesagt hat, dass eine Katastrophe kommen wird. Und Noah hatte um die 120 Jahre lang Möglichkeit gehabt, seine Landsleute zu warnen und aufmerksam zu machen. Und sie haben es natürlich nicht geglaubt, wie uns die Bibel berichtet. Aber es ist passiert. Also das, was Gott sagt, was er verspricht, das hält er tatsächlich. Und so bin ich davon überzeugt, dass auch dieses Versprechen Gottes eingelöst wird. Dann im Lehrtext wird das ja noch einmal unterstrichen heute, ne? Durch Johannes, wo es heißt, in der Offenbarung 21, Vers 1, der Seher Johannes schreibt, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Also wir leben auf einer Erde, die ein Ablaufdatum hat. Aber wir gehen einer entgegen oder werden einer entgegen entrückt oder gerückt, dass er in einer Unvergänglichkeit sein wird, einer neuen Erde, einem neuen Himmel. Und alle, die in Jesus sind, alle, die an Jesus glauben, die sich durch Jesus erlösen haben lassen, werden Teilhaber sein dieser neuen Welt. Gehörst du auch dazu? Wäre doch schön, gell? Es wäre wirklich wunderbar. Und das wünsche ich dir auch von ganzem Herzen, dass du das auch erlebst. Das wäre natürlich ein Highlight. Ja, jedenfalls herzlichen Dank, dass du dir wieder Zeit genommen hast, heute dabei zu sein. Und ich wünsche dir noch einen erfüllten und auch einen schönen Tag. Und denk daran, ein neuer Himmel und eine neue Erde, das ist die Zukunft. Aber nur in und mit und durch Jesus Christus. Und jeder, der ihn aufnimmt, Jesus, wird teilhaben an dieser neuen Herrlichkeit. Und schön wäre es, wenn du auch dabei bist. Servus. Allein durch Gnade steh ich hier vor deinem Thron, mein Gott, bei dir, der mich erlöst hat. Hände halten mich.
freigesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich rein, du nennst mich ganz dein, in deinen Armen darf ich sein. Danke, Jesus, dass deine Arme weit ausgebreitet sind und wir willkommen sind. Und dass du uns reinigst und uns erfüllst mit deinem Leben und deinem Heiligen.